wieder zu einer neuen Folge von FIFA 18. Mobile, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und zu Beginn zeige ich euch gleich mal das Pack, was ich ja gestern eigentlich zeigen wollte, was ich aber dann doch nicht gezeigt habe, weil ich nicht gespielt habe. Ganz genau. In diesem Pack, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen, hatte ich einen Oster-Retro-Punkt drin, Leute. Das heißt, wir kriegen heute unsere ersten Retro-Star-Spieler. Das ist geil. Des Weiteren werden wir noch so ein Pack öffnen. Weil ich werde ja mindestens 2-3 versus Angriffsspiele machen. Wenn ich 2 gewinne, habe ich dann schon wieder 50 Punkte und kann mir hier das erste Pack holen. Und ich hoffe, dass ich jetzt in diesem 3-Phasen-Takt auch diese 5 Packs öffnen kann. Die letzten 5 Packs habe ich nicht geöffnet. Ich glaube, ich hatte jetzt insgesamt 3 geöffnet. Geschuldet wegen meines Umzugs. Ist halt so, wieso muss EA auch so ein Event gleich mal direkt während meines Umzugs raushauen. Dankeschön dafür, EA, nicht. So, auf jeden Fall habe ich einen Osterpunkt hier bekommen. Und das ist gar nicht so verkehrt, Leute, weil wir können Goretzka, wir können Castillejo, wir können Florenzi, wir können Isco. Isco 99, Leute. Wenn wir jetzt Isco 99 ziehen, dann weiß ich auch nicht mehr. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit diesem Pack. Let's go, Mann. Let's go. Komm, Isco 99, das wäre so Hammer. Ich werde den definitiv spielen. Unser erster Spieler ist Luis Alberto 87. Unser zweiter Spieler ist Çalhanoğlu 88. Stopp. Sonst kriegt ihr gar keinen auf den Schnauzer. Okay, wir gehen rein ins erste versus Angriffsspiel, Leute. Wir gehen rein ins erste versus Angriffsspiel. Mit meinem 90er-Team spiele ich natürlich. Ich hoffe, dass ich es zu morgen um 17 Uhr schaffe, dass ich dass es da das erste Video gibt um 17 Uhr und um 20 Uhr dann wieder eine klassische Folge von FIFA 18 Mobile. Vielleicht kommt morgen um 17 Uhr, ich bewerte eure Teams. Oder vielleicht kommt ein... Keine Ahnung, Leute, ich möchte euch nichts versprechen. Was ich versprechen kann, ist auf jeden Fall, dass um 20 Uhr FIFA Mobile kommt, eine neue Folge. Das ist ja, denke ich mal, jedem klar. Und die 17 Uhr Folgen oder die 17 Uhr Videos sind ja quasi Zusatz hier auf meinem Kanal. Und ich weiß, dass ich bewerte eure Teams schon lange nicht mehr gemacht habe. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das morgen kommt um 17 Uhr. Und das ist das 2-0. Es geht gut los hier. Und der Gegner hatte, glaube ich, auch nur 89 gehabt. Eine Bewertung weniger ist jetzt nicht so, wo man sagen kann, ja komm, der gewinnt locker. Oder ich gewinne halt locker. Der Gegner kann genauso mich hier besiegen, auch wenn er nur eine 89er hat. Oh, was heißt eine 89er? Nur, das ist trotzdem eine 89er. So ist es ja nicht, ne? Komm, Kevin Vogt, der steigt hoch und macht das 4-1. Und wieso lacht der denn jetzt? Muss ich das verstehen? Versteht ihr das? Komm, Coutinho. Er lacht wieder. Wieso lacht er die ganze Zeit? Lol, okay. Nach vorne mit dem Ding. Komm, Mali, lupft das Ding rein. Er lacht wieder. Komm, dann lache ich mal zurück hier. Ich lach mal zurück. Komm, Mali. Mali, mach ihn doch. Aber ich denke mal, das sollte es eh schon gewesen sein. Nur noch 10 Sekunden sind es hier auf der Uhr. Und ich führe mit 6-1. Also, ja, null Problemo hier zu gewinnen. Zumindest das erste Spiel. Das heißt, die nächsten 5 Nostalgiepunkte kriegen wir somit. Ein schönes Freischuss-Tor nochmal am Ende von R9. Von unserem glatzen Ronaldo. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch 2 Punkte fürs nächste Retro-Pack. Und vielleicht kriegen wir ja da sogar noch einen Retro-Mondpunkt, einen Retro-Tots-Punkt oder so, dass wir heute direkt noch ein Pack öffnen können. Wir brauchen ja immer nur eins. Hier brauche ich auch noch eins. Okay, das ist echt stark gemacht. Das ist ein cooles Event. Das Einzige, was nervt, ist halt die Rücksetzung nach 3 Tagen. Aber spielt mir auch in die Karten, weil ich aktuell jetzt nicht so viel Zeit habe. Ich muss noch... vieles erledigen, sage ich mal. Normalisiert hat sich hier das Ganze noch nicht. Ich hoffe, dass ich dann spätestens, dass ich nächste Woche dann alles geklärt habe, sagen wir es mal so, ne? Genau, komm, let's go. Nächstes Spielchen, nächstes versus Angriff Game. Und der hat 90 und hat genauso wie ich so einen 48er Bronzespieler ins Team reingepackt. Eigentlich eine gute Taktik, um dann halt gute Spieler spielen zu lassen. Auf paar Positionen kann man sich sowas halt mal erlauben. Aber selbst ich habe meinen Dempsey, glaube ich, der als zentrale Mittel, also der im ZM steht. Hier, Krucker, der ist genauso so ein Bronzespieler. Den muss ich trotzdem ab und zu mal spielen und quasi bewegen.
Komm, Salah, bleib am Ball, bleib am Ball, bleib am Ball. Salah, Salah. Was für ein schönes Tor hier. Stark, einfach nur stark von ihm. Komm, Mali, leit nochmal rüber. Nein. Renato Sanchez. Soll ich es probieren? Aus der zweiten Reihe, Renato Sanchez. 2 zu 2. Coutinho, ein Longshot wäre mal nice. Coutinho, ein Longshot wäre mal nice. Faust in die Face, Cam hier. Come on, man. Mali, Rainbow, Mali. Nein, das gibt's nicht. 3 zu 3, ein Hin und Her hier. Ein Hin und Her zwischen den Parteien quasi. Zwischen mir und dem Gegner. Und wieder 4 zu 4. Och man, ey, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Dempsey, das meine ich, Leute. Dempsey ist nämlich mein Bronzespieler. Stark von Mali. Überragend von Yunus Mali. Wie er den Ball darunter nimmt, wie er den Ball verarbeitet. Einfach nur überragend. Und Ronaldo mit dem 6-5. Und eine tolle Chance. Aha, geil. Mach ihn auch. Hätte ich diesen Ball nicht reingemacht, Leute, hätte ich, glaube ich, nur unentschieden gespielt, oder? Oder hätte sogar ein 6-5 ausgereicht. Yunus Mali nochmal mit dem Longshot. Was für ein Tor hier. Let's go, Mann. So, die nächsten 5 Nostalgiepunkte. Das heißt, ich kann mir jetzt davon ein Pack kaufen. Und ihr hattet mir auch unten in die Kommentare geschrieben, ihr hattet auch schon mal den Bug, dass ihr so ein Pack gekauft habt und danach 25 Punkte bekommen habt. Das hatte ich nämlich gestern auch. Und ich habe keinen Punkt bekommen. Ich bekomme nur diese 30 Ruhmpunkte, aber wir haben 105. Das heißt, wir könnten uns... Ne, können wir nicht. Oder? Nee, man braucht mindestens 150 für so ein Pack. Och Mann, Leute. Ich wollte noch ein Pack mit euch öffnen, aber jetzt kann ich es nicht. Aber was wären eigentlich am geilsten? Hier, das wäre geil mit Antoine Griezmann 99, aber Dybala als ZM, den würde ich sogar einsetzen. Depay vielleicht auch als linker Flügelspieler. Ich gucke mir mal die Spieler jetzt hier an. Isco würde ich auch einsetzen, denke ich mal. Tolisso eventuell auch. Kaká muss man eigentlich einsetzen als ZM. Augustin, Alter, was für geile Spieler hier. Team of the Year. Okay. Episch, episch, episch. Also Modric, De Gea. Schmeckt, Leute, schmeckt definitiv. Eiskälte, nicht so. Okay, hier ein Messi 98er. Also es gibt schon heftige Spieler, muss man ja mal sagen. Muss man ja mal sagen, Leute. Ich mache hier, mache ich jetzt noch weiter mit 2 Spielen? Die SBC kann ich ja nicht machen, oder? Retro-Stars? Doch, kann ich. Ich kann doch ein... Hä? Ein Retro-Star-Spieler, genau. Ja, kann ich den jetzt hier einsetzen? Also den ich gerade gezogen hatte. Wen hatte ich denn gezogen? Çalhanoğlu. Und noch jemanden, ne? Programm. Ganz unten wahrscheinlich. Retro. Retro-Star-Spieler. Hä? Also meinen die das dann nicht mit, oder was? Alonso hatte ich doch, ne? Wen hatte ich denn gezogen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wen ich gezogen habe. Irgendein 87er und Çalhanoğlu. Okay, Alonso war es nicht. Dann gebe ich mal Hakan ein. Hakan Çalhanoğlu. Weil ich nie weiß, wie Çalhanoğlu mit welchem C der geschrieben wird. Ach hier, da komm. Okay, das ist er nicht. Also Retro-Starspieler heißt wahrscheinlich dann, einer der besten 5 oder was. Als ob man so einen einlöst dafür. Ah, für 500 Ruhmpunkte könnte man es eigentlich machen. Wenn man jetzt beispielsweise, ich weiß ja nicht, welche Spieler dazu zählen. Zählen jetzt hier wahrscheinlich nur die mit dem epischen, oder? Also Mario Gaspar 96 zählt beispielsweise, die anderen dann nicht mehr. So könnte ich es mir vorstellen. Ich werde jetzt hier noch reingehen ins letzte versus Angriffsspiel für heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder um 17 Uhr mit. Ich bewerte eure Teams. Ich habe Lust. Ich habe natürlich auch meine Liste mitgebracht, Leute. Tada. Oder mit hergenommen quasi. So, aber jetzt erstmal das letzte Spiel, Fokus aufs letzte Spiel, Fokus, dass wir das hier nochmal gewinnen können. Und der Gegner hat es nicht so gemacht, dass er seine 100er Spieler, wenn er überhaupt 100er Spieler hat im Verein, dass er die eingesetzt hat und Bronzespieler dann noch eingesetzt hat, sodass die Bewertung wieder runtergeht auf 90, hat er nicht gemacht. Also eigentlich ein Vorteil für mich hier, weil somit sollte ich es eigentlich einfacher haben, den Gegner zu besiegen. Komm, Mali, mach ihn. Yunus Mali an die Latte. Und Mohamed Salah mit dem 2 zu 1. Sehr gut. Schön. Mali,
Also Mali gefällt mir irgendwie echt, ey. Ab und zu hat er richtig geile Aktionen. Wie vorhin die eine. Komm. 50 Sekunden, 2 zu 2, Spiel runter. Ronaldo, 3 zu 2. Boom. Let's go, Mann. Salah, nochmal aus der zweiten Reihe. Der Ball kommt genau zu Coutinho. Da habe ich mal richtig viel Glück gehabt, dass der Ball da genau zu ihm hinspringt. Mali aus der zweiten Reihe. Mali an die Latte. Renato Sanchez. Eieieiei. Okay, das ist ein Geschenk quasi für mich. 5 zu 3, 5 zu 4. Leute, ihr seht's, Leute. FIFA Mauber ist so ein Hin und Her hier, ne? Ist ein Krampf. Ab und zu ist das echt ein Krampf, wenn man solche Gegner hat, wo man selbst ein Tor macht und eine Sekunde später macht der Gegner ein Tor und so weiter und so fort. Und so geht das dann die ganze Zeit. Aber ein Glück ist es bei diesem Spiel nicht so. Ich gewinne und ich habe heute, glaube ich, alles gewonnen, Leute. Ich habe 3 Spiele gemacht und 3 Spiele gewonnen. Da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Kommt ja bei mir nicht alle Tage vor, dass ich alle Spiele gewinne, die ich auch mache in einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass ich dann morgen in der nächsten Folge ein paar Packs öffnen kann. Wieder mit euch gemeinsam mal gucken. Ihr könnt mir gerne eure Retro-Star-Spieler, die ihr gezogen habt, in den Texten gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich mal interessieren. Das war's dann für heute. Ich bin raus und wieder, Leute. Haut rein und tschüss.